Eigentlich wollte ich ja nie ein Buch über mein Fliegerleben schreiben. Aber Freunde, Bekannte und auch die Familie haben immer wieder gesagt, du hast so viel in deinem Fliegerleben erlebt, warum schreibst du nicht mal ein Buch darüber? Besonders mein Freund Carsten hat mich immer wieder in diesem Gedanken bestärkt, es zu tun. Da mir alle Mut machten, dieses Buch zu schreiben, habe ich dann doch beschlossen, mich an den Computer zu setzen und munter drauf loszuschreiben. Zumindest meine Familie, Freunde und Bekannte, insbesondere Carsten, werden es vielleicht auch lesen. Ach ja, wie bin ich auf den Titel gekommen? Nun, nach einem Flug sagte ich zu meinem Mechaniker, nun muss ich erstmal den Flug in mein Flugbuch eintragen. Darauf der Mechaniker, schreiben Sie doch lieber ein Bodenbuch, dann haben Sie nicht so viel zu schreiben, denn Sie sind doch mehr in der Luft als am Boden. Deshalb jetzt das Bodenbuch. Ach so, noch eins. Für die Hörbuchfassung dieses Buches sei anzumerken, dass ich zu der Zeit, als es eingesprochen wurde, ja nicht mehr das jüngste Semester bin. Der Großteil des Erlebten aber in jüngeren Jahren passiert ist. Da ich mich aber leider nicht verjüngen kann, habe ich meinen Freund Carsten gebeten, die Rolle des Sprechers zu übernehmen. Nun wünsche ich viel Spaß. Vor vielen Jahren, am 18. April 1939, erblickte ich im Roten Kreuz Krankenhaus in Braunschweig das Licht der Welt. Meine Eltern waren zwar glücklich, aber doch nicht so ganz zufrieden. Nach dem erstgeborenen Sohn, meinem großen Bruder, sollte ich doch ein Mädchen werden. Wie schön, dass es nicht so gekommen ist. Denn wer weiß, ob ich dann eine Fliegerin geworden wäre? Es war noch Frieden in Deutschland, aber weitsichtige Leute konnten den Krieg schon ahnen. Einem kleinen Baby, wie ich es war, ist das natürlich völlig egal gewesen. Vom Fliegen hatte ich auch noch keinen blassen Schimmer. Meine einzigen Tätigkeiten bestanden in Schlafen, Trinken und Nun, da ich diese Tätigkeiten wohl recht gut verstand, wuchs ich schnell heran. Leider war ja bald Krieg und wir Kinder bekamen das zu spüren. Wir mussten häufig, um uns vor den Luftangriffen zu schützen, in den Luftschutzkeller oder in den Bunker flüchten. Mein Vater war bei der Luftwaffe und meine Mutter hatte eine schwere Bindehautentzündung und war vorübergehend nachtblind. Wenn also nachts Alarm war, hieß es, Junge, bring uns zum Luftschutzkeller. Ich war zu der Zeit 4 Jahre alt und hatte schon große Verantwortung. Aber auch diese Zeit hat unsere ganze Familie schadlos überstanden. Nun galt es auch noch, die schwere Nachkriegszeit zu überstehen. Ich kam zur Schule, die ich anfänglich mit nicht so großer Begeisterung besuchte. Was sich dann aber im Laufe der Zeit doch änderte. Sehr gute Noten in der 4. und 5. Klasse bescherten mir eine Empfehlung zum Gymnasium. Die Aufnahmeprüfung, ja, das war damals so, bestand ich auch. Aber wie es das Schicksal so wollte, wurde dann doch nichts daraus. Das Schicksal hieß Schulgeld. Da mein großer Bruder bereits auf dem Gymnasium war, konnte meine Mutter das Schulgeld für ein zweites Kind nicht aufbringen. So war das damals. Sicherlich nicht unbedingt leichter als heute. Nun denn, ich ging weiter zur Volksschule. Das war auch die Zeit, in der bei mir das Interesse für die Fliegerei geweckt wurde. Es waren natürlich nur Flugzeuge der Engländer zu sehen, denn wir Deutschen durften uns ja nach dem verlorenen Krieg erst wieder ab 1952 mit Segelflugzeugen in die Luft erheben. Das war mir aber egal. Fliegen fand ich faszinierend. Mit 12 Jahren fing ich dann an, Modellflugzeuge zu bauen. Die Ansprüche waren hoch. Es musste gleich ein Modellflugzeug werden, das mit einem Gummimotor angetrieben wird. Gummimotor hört sich natürlich hochtrabend an, ist aber ganz einfach. Im Rumpf des Modells werden von vorne bis hinten mehrere Gummis gespannt. Am Propeller ist eine Öse. Dort werden die Gummistränge eingehängt. Nun wird der Propeller so lange in Gegenrichtung gedreht, bis das Gummi sehr straff aufgedreht ist.
Wenn man ein gutes Gummi hatte, ergab das eine Propellerlaufzeit von ca. 30 Sekunden. War das Modell sehr gut gebaut und leicht, flog es etwa eine Minute. Also ging ich frisch ans Werk. Baustoffe waren Sperrholz und Kiefernleisten. Alles in dem einzigen Bastelgeschäft in Braunschweig für wenige Groschen, das Kleingeld in der D-Mark-Zeit, zu haben. Das tropische, sehr leichte Balsaholz gab es natürlich auch schon. Aber dafür brauchte man schon einige D-Mark und die hatte ich natürlich nicht. Nun wurde erstmal eine Zeichnung angefertigt auf einem großen Stück Papier. Wie gesagt, die Ansprüche waren groß. Ein elegantes Modell sollte es werden, nicht einfach eine schnöde Rechtecktragfläche. Nein, sie musste zum Ende hin schmaler werden. Der Rumpf kastenförmig, das war wesentlich einfacher zu bauen als tropfenförmig und ein traditionelles Kreuzleitwerk. Profilform, Schwerpunkt, Einstellwinkel, alles hochwissenschaftlich, das brauchte ich nicht. Hier wird mit Bauchgefühl gearbeitet. Gesagt, getan und frisch ans Werk. Erst wurde die Tragfläche gebaut, jede einzelne Rippe mit Laubsäge ausgesägt, geschliffen, in Form gebracht. Man brauchte schon viel Geduld, um so einen Flieger zu bauen. Baukästen oder Ready-to-Fly-Modelle gab es zu der Zeit noch nicht. Aber ich verfolgte mit großer Zähigkeit mein Ziel und habe nach Ablauf eines halben Jahres meinen mit Japanpapier bespannten Flieger fertig gehabt. Wie er da so auf dem Küchentisch stand, sah er mit seiner 1,25 Meter Spannweite doch sehr elegant aus. Im Geiste flog mein Modell in großen, eleganten Kreisen über mir. Eine tolle Vorstellung und wie sich später herausstellte, ein großes Märchen. Aber eins nach dem anderen. Beim nächsten schönen Wettertag ging es raus zum Franzschenfeld, eine riesengroße Wiese, die an den Prinzenpark in Braunschweig grenzte. Im Winter konnte man hier herrlich rodeln, da die Wiese abfallend war. Also Windrichtung prüfen, Gummimotor aufziehen und dann sollte der große Moment kommen. Jetzt Propeller loslassen. Dreht wie wild. Das Modell seinem Element übergeben und mit kurzem, kräftigem Schwung aus der Hand geworfen. Toll, es machte einen kurzen, heftigen Plumps und der Flieger fiel mir fast vor die Füße. Was war das denn? Es wurde eine kurze Fehleranalyse durchgeführt. Was war also geschehen? Ganz einfach. Der Gummimotor war verkehrt rum aufgezogen und somit wollte das Modell eigentlich rückwärts fliegen. Fataler Fehler. Nun kommt Modellflug die zweite. Den Propeller richtig herum aufgezogen und los ging's. Wieder mit kräftigem Schwung aus der Hand gestartet. Aber das Ergebnis war niederschmetternd. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Modell stieg einige Meter steil nach oben, um dann auf demselben Weg zum Boden zurückzustreben. Es zerbrachen einige handliche Teile und der Traum vom großen, eleganten Kreisen und langen Flügen war somit ausgeträumt. Zu Hause erzählte ich mit weinerlicher Stimme meinem Vater von diesem Missgeschick. Mein Vater war durchaus als Fachmann zu erkennen, denn sein Beruf war Segelflugzeugbaumeister. Jetzt kam natürlich, was ich eigentlich gar nicht hören wollte. Wenn man ein Flugzeug bauen will, egal ob klein oder groß, dann muss man ein paar wichtige Dinge beachten. Ja, ja, immer die gleiche Leier, aber im Stillen wusste ich natürlich, dass Vater recht hatte. Aber wenn irgendjemand glaubte, ich würde aufgeben, dann hat er weit gefehlt. Jetzt ging's erst richtig los. Im folgenden Jahr hatte ich dann gleich mehrere Modelle gebaut. Nach Bauplan natürlich. Und siehe da, sie flogen alle fantastisch. Von jetzt an stand für mich fest, ich werde Pilot. Mit Beendigung meines 13. Lebensjahres, also 1954, meldete mich mein Vater dann endlich auf immer wiederkehrendes Drängen meinerseits in einem Segelflugverein, dem Aeroclub Braunschweig, an. Unter seiner fachlichen Leitung sollte ein Schulgleiter SG-38 für die Jugendgruppe gebaut werden. Gleichzeitig verließ ich die Volksschule mit einem sehr guten Abschlusszeugnis. Im Gegensatz zu heute begann mit 14 Jahren die Lehre. Meine Eltern hatten beschlossen, ich sollte Einzelhandelskaufmann werden. Denn Kaufmann sei ein ehrbarer Beruf und in schlechten Zeiten sei es den Kaufleuten immer noch relativ gut gegangen.
Ich sah das natürlich völlig anders, aber zu dem Beschluss der Eltern hatte man zu diesen Zeiten keine Alternative. Einen technischen Beruf zu lernen, das wär's gewesen. Am liebsten Flugzeugmechaniker. Leider gab es noch keine Luftfahrtindustrie in Deutschland, denn der Motorflug wurde erst ab dem 5. Mai 1955 von den Alliierten wieder genehmigt. Aber die Segelflieger durften schon im Jahre 1952 wieder mit dem Fliegen beginnen. Jetzt begann meine Karriere als Pilot, glaubte ich jedenfalls. Voller Begeisterung fuhr ich mit dem Fahrrad zweimal in der Woche in die Segelfliegerwerkstatt, um an diesem doch recht einfachen Segelflugzeug mitzubauen. Der Gleiter wurde ganz aus Holz gebaut und mit Leinen bespannt. In diesem Jahr lernte ich nicht nur, was ein Kaufmann ist, sondern ich lernte, wie man ein richtiges Flugzeug baut. Und das erschien mir fast ein bisschen wichtiger als meine Lehre. Von meinem Lehrchef habe ich mir deshalb auch manchen Rüffel eingehandelt. Das Jahr 1955 brach an und unser Schulgleiter war schon fast fertig, denn er musste nur noch bespannt werden. Nach dem Bespannen kam dann die Endabnahme. Der SG-38 wurde das erste Mal aufgebaut. Tragflächen und Leitwerk wurden an den Rumpf montiert, die vielen Spanndrähte angebracht und den Weisungen meines Vaters entsprechend mit Spannschlössern gespannt. Wir jugendlichen Erbauer waren stolz und glücklich. Ein selbstgebautes Segelflugzeug, auf dem wir unsere Segelflugschulung beginnen wollten. Ein Luftfahrzeugprüfer nahm den Flieger in Augenschein. Er blickte mit Argusaugen in jeden Winkel und jede noch so kleine Ecke. Er sagte nichts, aber ich sah, dass er mehrmals anerkennend nickte. Jetzt wurde der Gleiter noch gewogen. Dann sagte der Prüfer zu meinem Vater, »Na Otto, dann lass uns mal das Ergebnis besprechen.« Die beiden Herren zogen sich zurück und wir Jungs warteten gespannt. Nach kurzer Zeit kamen sie zurück und am Gesichtsausdruck meines Vaters konnten wir erkennen, alles ist gut. Der Flieger bekommt seine Verkehrszulassung. Wir brachen in großen Jubel aus und jeder sah sich schon auf dem Sitz des SG-38 durch die Lüfte segeln. Im Frühjahr des gleichen Jahres war beim Aeroclub Anfliegen. Das war meistens so um Ostern herum. Und es bedeutete für uns, den Flieger auf einen Anhänger packen und zum Flugplatz bringen. Das war in diesem Fall der Flugplatz Braunschweig-Waggum, heute Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Am Flugplatz angekommen wurde der Schulgleiter sofort aufgebaut. Und nach einer nochmaligen gründlichen Überprüfung setzte sich zunächst ein Fluglehrer ins Cockpit, auf den Sitz, um den Erstflug durchzuführen. Er überprüfte nochmal die Freigängigkeit der Steuerung und dann hieß es Windenseil einhängen und das Kommando Start frei kam. Die Winde zog an. Der Gleiter setzte sich in Bewegung, rutschte ein paar Meter auf der Kufe und hob ab. Jetzt sollte er steil gen Himmel steigen. Aber was war das? Nach wenigen Metern Höhe ging er in die Normalfluglage, flog so 20 gefühlte Sekunden und landete wieder. Wir waren fassungslos, warum ging der nicht höher? War etwas nicht in Ordnung? Fragen über Fragen. Aber bald wurden wir aufgeklärt. Beim ersten Start macht man das so, um zu sehen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Das beruhigte mich dann doch sehr. Nun kam für uns der sportliche Teil vom Segelfliegen. Obwohl der Flieger nur 20 Sekunden geflogen war, hat er doch eine Strecke von 500 Metern zurückgelegt. Und er musste auf einem kleinen, zweirädrigen Fahrwerk zur Startstelle zurückgebracht werden. Nachdem wir schwitzend wieder am Ausgangspunkt zurück waren, ging das Gleiche noch einmal los. Fluglehrer auf den Sitz, angeschnallt, Windenseil eingehängt, das Zeichen zum Start wurde vom Piloten gegeben und jetzt ging es wirklich los. Dieses Mal stieg er wirklich steil gegen den Himmel. Und wieder brach großer Jubel unter den Erbauern der Jugendgruppe aus. Es war so ein tolles Gefühl, ein Jahr an diesem Flugzeug gebaut und jetzt flog es in seinem Element. In etwa 250 Meter Höhe war die maximale Schlepphöhe erreicht und der Pilot klinkte das Windenseil aus. Der Gleiter flog eine weite Platzrunde, drehte dann in den Anflugteil, um dann sanft
direkt neben dem Landekreuz aufzusetzen. Jetzt brach wirklich noch größerer Jubel aus und wir freuten uns riesig, unser Schulgleiter SG 38 flog. Und wie? Als der Fluglehrer vom Sitz stieg, sagte er: "So Jungs, jetzt gehört er euch."